sind Pater Viktor? Ja, der bin ich. Erich Hirt ist mein Name. Der Vater Abt erwartet mich. Er hat mich informiert. Bitte treten Sie ein. Hat sich der Bischof schon bei Ihnen gemeldet, Herr? Noch nicht. Wird er Schwierigkeiten machen? Bisher haben wir immer alles einvernehmlich geregelt. Na also, habe ich Ihr Wort? Er da oben ist bestimmt einverstanden. Er will doch auch das Kloster erhalten. Da müssen Sie sich von Ihrem Georgenberg trennen. Oder von unseren Dürerbildern. Ist nicht Ihr Ernst. Die Dürersammlung zieht tausende zahlende Besucher von nah und fern an. Sie ist der Stolz und Schatz unserer Abtei. Der Georgenberg bringt aber dem Kloster nichts ein. Zugegeben wenig. Aber er gehört seit Jahrhunderten zum Kloster. Ganze Kirchen samt Pfarrhäuser sind im Bistum schon verkauft worden. Wollen Sie, dass aus Ihrem Kloster eines Tages eine Disco wird? In Gottes Namen. Mein Wort haben Sie. Sie versündigen sich, Pater Josef. Der hat uns gerade noch gefehlt. Von ganzem Herzen heiße ich Sie in St. Marien willkommen. Danke. Habe ich Sie nicht immer gewarnt? Lassen Sie die Finger von diesen wahren Termingeschäften. Aber Sie hatten ja Ihre todsicheren Insider-Tipps. Heute sollte das Geld spätestens auf unseren Konten sein. Noch ist der Tag nicht zu Ende. Auch das glauben wir doch selber nicht. Das Geld ist futsch und somit die gesamten Rücklagen der Firma. Und die Abzocker sind abgetaucht und übermorgen kommt Ihr Herr Vater aus Berlin zu Besuch und wird sich nach den Bilanzen erkundigen. Und dann sage ich Ihnen, ist die Katastrophe perfekt. Mich wirft als erstes raus, weil ich Ihre Zockerei nicht verhindert habe. Was soll ich denn machen? Eine halbe Million, wo soll ich denn die hernehmen? Verkaufen Sie Ihre Galerie, die bringt doch ohnehin nichts. Ach, kauft doch keiner. Nee, Herr Lehnhoff, mich kann nur noch ein Wunder retten. Ja, ich danke dir, dass du deine schützenden Hände über meine Heimkehr gehalten hast. Wie du immer deine schützenden Hände über mich gehalten hast. Und bitte, Herr, hilf mein Leben nun in der Heimat und ganz nahe bei dir zu einem glücklichen Ende zu führen. Ein dankbarer und bescheidener Mann, der Bruder Erich. Er will uns 5.000 Mark als Spende für Unterkunft und Verpflegung geben. Wie lange wird er bleiben wollen? Bis unser Herr ihn abberuft. Er wünscht sich einen Betstuhl. Bekommt er. Unser Gast hat viel mitgemacht. Und nur noch einen Wunsch, Ruhe und Besinnung. Die wird er bei uns finden. Er wünscht keine Kontakte mit unseren Mitbrüdern. Und daran werden wir uns halten. Wer kann das so spät noch sein? Sie schon wieder? Ja, Pater Josef. Das eine kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie bei der Absicht bleiben, den Georgenberg, den Profit zu opfern, dann gehe ich vor Gericht. Sie? Ja. So. Ja. Übernehmen Sie sich da nicht etwas. Was mischen Sie sich eigentlich in Angelegenheiten, von denen Sie keine Ahnung haben? Sie verschwinden, Ihre und meine Zeit. Bitte, Herr Wissing, stören Sie den Vater Abt nicht länger. Es ist spät. Ich werde klagen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Anmutige Schlichtheit und tiefe Religiosität der Dürerbilder berühren den Betrachter auch heute noch. 500 Jahre nach ihrer Entstehung. Wahre Kunst und rechtes Maß zu suchen war Dürers Ziel. So schrieb er auch wichtige Bücher über die Gesetze der Perspektive und über die Proportionen des menschlichen Körpers. Betrachten Sie in aller Ruhe die weiteren Bilder, meine Damen und Herren. Gerd, Manfred. Ich halte es nicht mehr aus, ich bin verrückt. Bitte, bitte, wenn es einer meiner Mitbrüder ist. Ach, deine Mitbrüder. Manni, ich ertrag das nicht mehr.
seit du ins Kloster gegangen bist. Ich merke jetzt erst, wie sehr ich dich brauche. Ich will nur noch dich, verstehst du? Wirklich? Ja, wirklich. Manfred. Nein, nein, komm. Ich habe ein Gelübde abgelegt. Vor Gott. Ja, vor Gott. Und Gott verzeiht alles. Manfred, bitte, komm mit mir. Und wohin? Weit weg von hier. Kalifornien, San Francisco, was weiß ich. Das haben wir doch schon abgehakt. Abgehakt? Ja. So ein Traum lässt sich nicht einfach so abhaken. Lass uns raus hier aus dieser Enge, aus dieser Spießigkeit. Da können wir so leben, wie wir wollen. Und ich stell dir vor, ein Haus am Meer, wo wir malen und uns lieben können. Malen und uns lieben können. Bis ans Ende unserer Tage. Bis ans Ende unserer Tage. Und wie stellst du dir das vor? Wovon sollen wir leben? Glaubst du immer noch, wir könnten mit unseren Malkünsten Geld verdienen? Nein, nicht wirklich. Oder bist du plötzlich zu Geld gekommen? Nein. Siehst du? Du hast dir gar keine Gedanken gemacht. Doch, hab ich. Lasset uns beten. Herr, segne uns und diese deine Gaben, die wir nun von deiner Güte empfangen. Durch Christus, unserem Herrn. Amen. 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 Sie schwitzen ja. Haben Sie Fieber? Kann sein. Ewiger Vater. Eine männliche Leiche. Ist doch mal was Neues. Auf dem Autobahnparkplatz Stillhorn. Ja, da immerhin. Otto Wissing, Klosterbleiche 12, Evershorst. Geboren 16.04.21, das ist er vermutlich. Was sagt der Arzt? Der Mann ist seit etwa 8 Stunden tot, ein Messerstich in Herznähe. Guck dir mal die Stiefel an. Kuhscheiße, Bauer? Na, Bruder Manfred? Ich habe eine schmerzliche Nachricht für Sie. Ja? Der Bischof hat mich heute Morgen angerufen. Er schickt uns einen Experten vorbei. Er soll den Zustand der Bilder prüfen. Das bedeutet nichts Gutes. Einige unserer Bilder werden wohl verkauft werden müssen. Ich bin tief betrübt. Der Georgenberg sollte doch verkauft werden. Ist beim Bischof nicht durchzukriegen. Zu viel Landzeit bisher in letzter Zeit im Bistum verkauft worden. Leider. Leider. Herr Lehnhoff! Und? Geschafft. Glaube ich nicht. Das Geld ist unterwegs. Mein Herr Vater kann einfliegen. Der ist bereits im Anmarsch. Ihre Frau Mutter hat soeben angerufen. Wie haben Sie das geschafft? Das ist ja auch egal. Geld, hier ist Manfred. Wenn du da bist, geh bitte ran. Ich muss dich sofort, hörst du, sofort sprechen. Ich weiß weder ein noch aus. Bitte, Gerd. Evershorst liegt hier. Bekannt durch sein Kloster St. Marien. Da packen wir am besten gleich die Zahnbürste ein. Was glaube ich denn heute, wenn ich mal eine Verabredung habe? Du bist doch in letzter Zeit andauernd verabredet. Abends immer. Hast immer zu tun. Was treibst du eigentlich? Hast du eine neue Flamme? Genau. Aber diesmal ist es... Was Ernstes? Ja. Ah, bei dir ist es doch immer was Ernstes. Aber so mit den Herzen der Frauen zu spielen, in Ordnung ist das nicht. Was Ernstes? Das ist deine Masche.
dass reifere Damen, die misstrauisch geworden sind, gebeutelt von Schicksalsschlägen mit versoffenen, fremdgehenden Kerlen, dass die dir das überhaupt abnehmen. Bin ich jetzt der Casanova? Was kümmert dich das überhaupt? Die Frauen tun mir leid. Du bist doch bloß eifersüchtig. Bin ich etwa mit dir verheiratet? Mit wem denn sonst? Wir haben nur versäumt, im richtigen Moment die Ehe aufzulösen. Und jetzt ist es zu spät. Dann geht es doch wohl so wie den meisten Menschen. Wenn wir in Rente sind. Was dann? Dann könnten wir wenigstens tagsüber getrennt leben. Müssen wir noch schwer überlegen. Ja? Bitte mach die Tür zu, bitte. Alter Victor sagte mir, du wolltest mich sprechen. Ja. Des langen arbeitsamen Lebens. Das Kloster hat übrigens eine berühmte Dürer-Sammlung. Und die Mönche brennen einen berüchtigten Weizenkorn. Da werde ich um Asyl bitten. Ich nehme dich nicht. Jeder hat ein Recht auf klösterliches Asyl. Das wäre was ohne Telefon, ohne Zeitung, ohne Fernsehen, ohne dich. Umgeben von spirituellen Menschen und spirituösen Getränken. Und ohne Frauen. Das ist bitter. Aber das dürfte dir ja nicht schwerfallen. Wie kommst du denn darauf? Die Statistik sagt, jeder Dritte, der ins Kloster geht, ist schwul. Mit dir stimmt doch auch irgendwas nicht. Och, Paul, mit uns allen stimmt doch was nicht. Ist das wahr? Ja, dann gehe ich auch nicht ins Kloster. Nicht ohne dich. Mich setzt du jedenfalls am Kloster ab. Und du kümmerst dich um die Wohnung von Otto Wissing. Ist gut. Gerd nicht da? Er kommt gleich. Meine Tage in Berlin schon gezählt. Wie bitte? Endlich ist dein Büro fertig und... Ich soll die Leitung unseres Europabüros übernehmen. Ist das nicht fantastisch? Politik auf internationaler Bühne, im Rahmen der europäischen Regierung. Das ist doch genau das, was du immer wolltest. Brüssel ist nicht weiter als Berlin. Ist das schon beschlossene Sache? Meine Akzeptanz wird innerparteilich noch geprüft. Du hast eine saubere Weste, dir kann niemand was annehmen. Korrektheit zahlt sich immer aus. Du hast nicht vergessen, dass das Fernsehen heute Nachmittag zu uns kommt. Das Fernsehen? Ja. Ach du meine Güte, das habe ich völlig vergessen. Die rücken hier um 15 Uhr an. Gerd kommt. Hat er endlich eine Freundin? Freu dich doch, dass er so wählerisch ist. Er wartet eben auf die Richtige. Es dauert mir einfach zu lange. Ich wünsche ihm so sehr eine gute Frau. Er hat viel gearbeitet. Er möchte dir endlich beweisen, dass er fähig ist, die Firma alleine zu führen. Wenn er nur nicht so viel in diese fruchtlosen Galeristenträume investieren würde. Hallo, Pater. Sag mein Junge. Guten Flug gehabt? Ja, danke. Lenov hat mir erzählt, das Geschäft läuft einigermaßen. Wir werden den Umsatz vom letzten Jahr halten können. Mehr ist zurzeit nicht drin. Ich verlasse mich auf dich. Wir reden später darüber. Hör mal, du bist doch da, wenn das Fernsehen kommt. Muss das sein? Ja, das muss sein. Die wollen mich auch als Familienvater porträtieren. Ich werde auch Onkel Josef herbitten. Warum? Hör mal, der gehört dazu. Sein Mensch macht sich immer gut. Wie du meinst. Ich brauche ein Bombenergebnis in meinem Wahlkreis. Ja klar, mit Onkel Josef kannst du hier immer noch punkten. Du siehst ein bisschen übernächtigt aus. Grüß Gott. Guten Tag. Brockmüller, Kriminalpolizei. Ich würde gerne den Abt sprechen. Kriminalpolizei? Danke.
bitte. Guten Tag. Herr Abt. Guten Tag. Brockmüller ist mein Name. Ich bin von der Hamburger Mordkommission. Um Himmels Willen, was ist geschehen? Otto Wissing ist vergangene Nacht ermordet worden. Otto Wissing? Dieser alte, brave Mann? Der hat doch niemand etwas zuleide getan. Ich kann es nicht glauben. Gott sei seiner Seele gnädig. Und wo? Hier im Dorf? Das wissen wir nicht. Er ist auf einem Autobahnparkplatz bei Hamburg gefunden worden. Hamburg? Ist mir unbegreiflich. Aber wir wissen von der hiesigen Polizei, dass er hier auf ihrem Klostergut gearbeitet hat. Der Mann hat sich um unsere Kühe gekümmert, seit 20 Jahren, auch nach seiner Rente. Wer kann einen solchen Mann umbringen wollen? Das frage ich mich auch. Sie können uns wohl nicht weiterhelfen. Ich fürchte, nein. Wie sollte ich? Vielen Dank. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Vorgestern, glaube ich. Mir ist aber nichts aufgefallen. Hat das sicher Arbeitskollegen hier? Er war einer von unseren 10 nichtkirchlichen Mitarbeitern. Er wenden sich an Pater Viktor, er weiß da genauer Bescheid. Ich habe leider einen dringenden Termin. Vielen Dank. Otto, schon Einzelgänger und Naturfreund. Seine Frau ist schon lange tot. Und gearbeitet hat er vor allem aus Freude an der Arbeit mit den Kühen. Keine Verwandten? Eine Schwester, die lebt im Altersheim. Die hat er regelmäßig besucht. Und was heißt regelmäßig? Einmal im Jahr zu Weihnachten oder jede Woche? Jede Woche. Keine Feinde? Feinde? Nee, das glaube ich nicht. So viel ist klar. Gestern Abend um 10 kam Otto Wissing noch in den Stall, um dieser hochträchtigen Kuh beizustehen. Er dachte, die wird in der Nacht noch kalben. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Um 11, also um 23 Uhr. Nach 23 Uhr hat ihn dann keiner mehr gesehen. Na, wenigstens einer. Aber wer? Guten Tag, Brockmüller, Mordkommission. Naja, haben wir schon gehört. Otto ist tot. Er ist ermordet worden. Ein Problem weniger. Wie meinen Sie das denn? Ach, der redet immer so ein dummes Zeug. Könnte ich Sie mal einen Moment sprechen? Wie haben Sie das gemeint? Wie Sie das gemeint haben? Otto Wissing, der war so starrsinnig. Mit seiner blöden Naturschwärmerei. Was aus uns werden würde, war ihm doch scheißegal. Der hat unsere Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt. Wer sagt das denn? Uns der Architekt und Bauunternehmer Benneter erzählt. Was hat der damit zu schaffen? Weil er den Georgenberg dem Kloster kaufen will. Da will er Möbelmarkt bauen mit Autobahn zu bringen. Und Otto hat deswegen Schwierigkeiten gemacht. Mann, wie Otto Wissing soll so viel Einfluss gehabt haben, dass er so ein Projekt verhindern kann? Haben Sie eine Ahnung? Der Otto, der hat die Grünen hinter sich gehabt. Und die Naturschützer. Dann zeigen wir Sie mit Ihrem Sohn, der erfolgreich seinen Vater in der Leitung der elterlichen Firma vertritt. Ja, und danach sollten wir dann auf Ihre Kindheit und Jugend zu sprechen kommen, Herr Löden. In diesem Zusammenhang kommt dann Pater Josef zu Wort und bringt die Findelkind-Story. Sehr gut. Das ist doch uninteressant. Lassen wir besser. Sprechen wir lieber über meine demnächst erscheinende Biografie. Aber Onkel Josef, ich bitte dich darum. Wissen Sie, dieses so persönliche Schicksal interessiert unsere Zuschauer. Ja, dieses Findelkind-Schicksal, das geht Ihnen direkt ans Herz. Das bewegt die Leute, das wollen Sie sehen. Außerdem macht es den Politiker Löden unverwechselbar. Also ich finde, darauf dürfen wir auf gar keinen Fall verzichten. Das leuchtet doch ein, oder? Mein armer Otto. Er hat so viel durchmachen müssen in seinem Leben. Jahrelang seine kranke Frau gepflegt. Er war immer ehrlich, immer fröhlich, immer ein Lied auf den Lippen. Damals... Aber dann war das vorbei. Ich habe nie wieder singen gehört. Von einer Woche auf die andere war er total verändert nach seiner kurzen Haft. Der arme Otto. Was war denn da passiert? Und seine Ehe mit Christel war ja auch nie eine glückliche.
Warum war er denn damals in Haft, als junger Mann? Wie geht's ihm? Wann kommt er? Frau Wissing, Ihr Bruder ist tot. Tot, nein. Er kommt bestimmt. Er kommt immer mit was. Hat ihn was bedrückt in letzter Zeit? Sehen Sie, da kommt er schon. Ist das nicht der, der Dingens? Ist das nicht der Pfleger? Das sehe ich auch. Alfred, ich möchte dich bitten, mich im Kloster aufzusuchen, morgen Vormittag. Auf Wiedersehen, Elisabeth. Onkel Josef, ich habe keine Zeit. Ich habe morgen einen Termin beim Kreisverband. Licht es irgendwie ein. Es ist wichtig. Ich erwarte dich um 10 Uhr morgen früh. Ja, also gut, wenn du darauf bestehst. Mehr willst du mir nicht sagen. Jetzt nicht. Wann setzt du dich endlich einmal gegen ihn durch? Ich verdanke ihm alles, Elisabeth. Ich weiß. Hast du ja gerade vor der Kamera jedem kundgetan, ne? Ja. Es ist doch fabelhaft gelaufen. Na, dann mal rein, lieber. Du, wo ist mein Vater? Da. Oh, komm wieder, ja. Gerd, hier ist Manfred, wenn du da bist, geh bitte ran. Ich muss dich sofort, lass du sofort sprechen. Setz wieder einen noch aus. Bitte, Herr. Na, alles klar? Herr, bei dir? Ja. Da liegen wir ja wieder in Ehebetten. Was? Hier keine Einzelzimmer? Doch, drei, aber die sind belegt. Ach, du, da ist er ja. Wer? Ja. Der Abzumbrink. Dabei hatten Sie ja keinen leichten Start ins Leben. Wie so viele Menschen meiner Generation, die durch den Zweiten Weltkrieg ihre Eltern verloren haben. Sie wurden also als Findelkind in den ersten Nachkriegswirren vor den Klostermauern abgelegt. Ja, ich habe nie erfahren, wer meine Eltern sind. Und doch half ihnen ein gnädiges Schicksal, denn sie wurden im Kloster groß. Dank der Fürsorge meines verehrten geistigen Vaters, Pater Josef Zumbrink, ist ja dann am Ende doch noch was aus mir geworden. Sie also haben sich seinerzeit des armen Findelkindes angenommen, Pater Josef. Jeder Christenmensch hätte so gehandelt. Und er hat sich dann auf seine Art und Weise bei Ihnen bedankt, indem er Ihren wunderbaren Klosterlikör in ganz Deutschland berühmt gemacht hat. Ich denke, unseren Zuschauern wird dieser Werdegang sehr nahe gehen. Aber jetzt bitte mal zu Ihren ganz persönlichen Zukunftsplänen, Herr Löhn. Ja, sehr gerne. Ich habe vor wenigen Tagen erfahren, dass meine Partei mich mit der Leitung unseres Europabüros in Brüssel. Otto Wissing ist zwischen 23.30 Uhr und 24 Uhr gestorben. Um 23 Uhr wurde er noch im klösterlichen Kuhstall gesehen. Von dem Melker. Natürlich bedeutet das für uns. Das heißt, dass es wahrscheinlich das Klostergelände war, wo Otto auf seinen Mörder gestoßen ist. Der Mörder könnte aus dem Kloster kommen oder aus der unmittelbaren Umgebung. Die waren ja sehr interessiert daran, den Georgenberg zu verkaufen, um überleben zu können. Der Ab macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Tja, meine lieben Zuschauer. Ich kann mir nicht vorstellen, was wir uns schon nicht alles vorstellen konnten. Dann sollten Sie einmal ins Kloster St. Marien kommen, wo Sie gegen ein geringes Entgelt für eine Woche oder auch länger in klösterlicher Ruhe zu sich selbst finden können. Rufen Sie einfach im Kloster an und buchen Sie bei Pater Viktor. Hast du... Was ich gerade so denke? Ja. Mich kennen Sie da ja bereits. Ja, dich, dich kennen Sie da ja bereits. Und es gibt da nur schöne, ruhige Einzelzimmer. Also, sollte auf meine alten Tage noch mal so ein Ding. Ja, mein Name ist Stöver. Könnte ich mal bitte den Pater... den Pater Viktor sprechen? Gerd, endlich, wo steckst du? Du musst mir unbedingt helfen, ja. Die Dürer-Sammlung soll verkauft werden. Wann? Und wo? Okay. Probleme? Ja, Vater Abt. Meiner werten Mutter geht's nicht gut. Yeah.
Guten Tag, mein Name ist Paul Stöver. Ich hatte mit Pater Viktor telefoniert. Der bin ich. Bitte treten Sie ein. Danke. Viermal täglich treffen wir uns zum Gebet in der Kapelle. Um 6.30 Uhr, 11.45 Uhr, 17.30 Uhr und 21 Uhr. Es ist üblich, dass unsere Gäste neben ihren Diensten daran teilnehmen. Ich glaube, das machen meine Knie nicht mehr mit. Sitzen ist auch gestattet. Danke. Bitte folgen Sie mir, ich bringe Sie zu Ihrer Gastzelle. Danke. Dienst können Sie wählen in Backstube, Küche, Garten oder Tischlerei. Was sind Sie denn vom Beruf? Hätten Sie nichts in der Kornbrennerei? Nein, Sie verstehen, Gäste dürfen dort nicht arbeiten. Verstehe. Da gab es sicher schon Gäste, die der Versuchung nicht widerstehen konnten. Nein. Unsere Rezepte sind geheim und sehr begehrt. Ach so, ja. Dann darf ich mich für die Backstube entscheiden? Das ist nicht wahr, Onkel Josef. Doch. Du hast es all die Jahre gewusst. Du hast mich mein ganzes Leben lang getäuscht. Ich erkläre es. Entschuldige, aber das ist zu viel für mich. Ich kann es einfach nicht glauben. Bitte, gib mir irgendeinen Beweis. Mein Wort genügt dir nicht. Verzeih mir, Onkel Josef, aber mein Vertrauen zu dir ist zum ersten Mal erschüttert. Tief erschüttert. Alfred, ich bitte dich. Es ist die Wahrheit. Ich glaube es nicht. Ich will es auch nicht glauben. Und bitte, sprich nie mehr mit mir darüber. Es gibt keinerlei Beweis. Doch, natürlich. Welchen? Das Blut. Ich kann jetzt nichts dazu sagen. Lass mich darüber nachdenken. Warum kommen Sie deswegen zu mir? Ich habe den Alten nicht einmal gekannt. Da sind die Arbeiter auf dem Kloster gut, aber ganz anderer Meinung. Es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist. Herr Benneter, Sie wussten, dass Otto Wessing ein sehr engagierter Mann in Sachen Naturschutz war. Und ab Sumbring wusstest du das auch. Sie haben die Arbeiter auf dem Klostergut gegen Otto Wessing aufgewiegelt. Er würde sie um Lohn und Brot bringen. Was Sie aber auch alles wissen. Warum lügen Sie mich an? Ich belaste ungern irgendwelche Leute ohne jeden Beweis. Wenn man jeden umbringen würde, auf den man sauer ist, hätten sie viel zu tun. Das haben wir auch so. Weil Leute wie Sie unsere Arbeit unglaublich erschweren. Ich habe nichts Verbotenes getan. Naturschutz kostet Arbeitsplätze, mehr habe ich nicht gesagt. Wo waren Sie Sonntagnacht zwischen 11 und 12? Zu Hause. Da können Sie gerne meine Frau und die Kinder befragen. Wir haben den Geburtstag meiner Frau gefeiert. Dann haben Sie doch sicher nichts dagegen, wenn wir uns Ihren Wagen ein bisschen genauer angucken. Das ist absurd. Aber bitte. Bruder Paul? Ja. Sind Sie bereit? Kann ich mich so sehen lassen, Bruder Viktor? Ja. Na dann, Gott befohlen. Hier arbeitet Bruder Manfred. Er ist nicht nur unser Bäcker, sondern auch unser Kunstexperte. Bruder Paul ist unser Gast, der hat sich für den Dienst in der Backstube entschieden. Guten Tag. Danke. Oh, das sind aber dünne Kekse. Keine Kekse. Hostien. Ach so. Mhm. Wir backen für alle Kirchen der Umgebung die Hostien. Ah ja, und Kekse gar nicht? Selten. Was soll denn das? Was versprechen Sie sich denn davon? Ach, wissen Sie, da Ihre Alibis allesamt von Ihren Ehefrauen stammen, wollen wir uns ja auch das mal ein bisschen genauer ansehen. Oh, das scheint heute nicht Ihr Tag zu sein, Bruder Manfred. Oh. Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun, Bruder Paul? Aber gern, wenn es in meiner Macht steht. Können Sie für mich die Hostien zum Pfarramt in die Stadt bringen? Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Aber gern. Ja, es ist eigentlich nicht gestattet aus Versicherungsgründen. Ach, mir wird schon nichts passieren. Bruder Manfred, bitte nehmen Sie dieses Päckchen mit, wenn Sie gleich zu St. Jakobus in die Stadt fahren und bringen es bitte vorher zur angegebenen Adresse. Ja, verdammt.
Das müssten Sie dann bitte auch noch für mich erledigen. Gerne. Aber dann müssen Sie mir nachher die berühmten Dürerbilder zeigen. Ich bin ganz neugierig darauf. Ja, ja, natürlich. Alfred Löden, Mozartstraße 18. Alfred Löden? Den kenne ich doch, den habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Zusammen mit dem Pater Abt. Ja, ja, die kennen sich. Und ich kann mich auf Sie verlassen. Kann ich fest auf mich verlassen? Danke. Borgi? Da kommt gleich ein Bruder zum Hinterausgang. Ja, kannst du mal rauskriegen, was der vorhat? Der kommt mir vor, als wenn er in Schwierigkeiten ist. Nee, ich bin hier in der Bäckerei, das Brot ist so schön frisch. Ja, ich sehe die Tür. Wie sieht denn der aus? Er kommt. Sie sind überall die Feinde unseres Glaubens. Aber die Menschen haben ja vergessen, dass es den Teufel gibt, weil er sich tarnt. So gut wie zu keiner anderen Zeit in der Geschichte gelingt es ihm, seine Wege und Werke zu vertuschen. Satans Gift wirkt langsam, aber unaufhaltsam. Oder sehen Sie das anders? Nein. Es ist schön, Ihnen zuzuhören, Bruder Erich. Gesegnete Mahlzeit. Danke. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Dieser Experte vom Bischof. Ende nächster Woche. Gut, nicht gut. Ja, nein. Du nimmst Anfang der Woche Urlaub. Dringende Familienangelegenheit oder was, ja? Ja, und dann? Und aus dem Urlaub kommst du nicht zurück und wir verschwinden. Ja, was? Lass uns die Sache rückgängig machen. Manfred, bitte, bitte. Dafür ist es jetzt zu spät. Damit war doch nicht zu rechnen. Die Bilder sind schon bei meinem Kontaktmann in München. Ich habe Angst. Ich will weg sofort. Manfred, das ist doch erst rechtfertig. Damit verdirbst du alles. Hast du den Einkäufer gefunden? Ja, das ist nicht so einfach. Ich muss selbst nach München. Sag, dass du mich liebst. Sag es, Manfred. Ich liebe dich. Vorsicht, Mann. Bitte verlier jetzt nicht die Nerven, ja? Halte noch ein bisschen durch und du wirst für alles entschädigt. Und wir werden ein wunderschönes Leben führen. Du siehst wirklich aus, als hättest du nie im Leben was anderes als eine Kutte getragen. Wie ist denn in der Backstube? Ziemlich warm. Dein Backbruder hatte eine Verabredung mit einem jungen Mann in den klösterlichen Gartenanlagen. Offensichtlich sein Geliebter. Da siehst du es. Überall ist die Liebe. Der kam mir so unruhig vor. So ein sensibler Junge, Novize im ersten Jahr. Kostet sicher Nerven, so ein heimliches Doppelleben. In unserem Fall hat das seine Geschichte nichts zu tun, oder? Bist du mit den Profilabdrücken der Reifen weitergekommen? Laut Spurensicherung sieht es nicht gut aus. Weder der Architekt noch die Landarbeiter scheinen mit ihren Autos beim Fundort der Leiche gewesen zu sein. Was ist denn da in dem Koffer? Hostien. Und das Päckchen? Das ist ein Päckchen des Abts an sein Findelkind. Alfred Löden? Ja. Da sind auch Hostien drin? Das ist unwahrscheinlich. Den Alfred Löden habe ich übrigens schon gesehen. Der kam völlig irritiert aus dem Zimmer des Abts. Gestern im Fernsehen war doch alles noch so harmonisch. Eben. Ich starre auf das Päckchen und frage mich, ob ich es vielleicht aufmachen soll. Also, ich habe das nicht gesagt. Du hast dich gefragt, was da wohl drin sein mag. Und damit hast du quasi mich gefragt. Das klingt wie
Wie war es, Lucius? Wollen wir neugierig sein? Alter? Und? Geht's voran? Ich bin immer noch mit Ihrer unmittelbaren Nachkriegszeit beschäftigt. Ihrer Zeit in Rom. Ihrer Flüchtlingshilfe bei Bischof Hudal. Wir konnten hunderten von bedrängten Glaubensbrüdern helfen. Wie haben Sie eigentlich seinerzeit geprüft, dass nur wirklich Getauften geholfen wurde? Ich ließ ihr das Vaterunser und das Ave Maria aufsagen. Da stellte sich schnell genug heraus, wer echt war und wer nicht. Blut. Das ist eine Blutprobe. Und was sie so plätschert, ist eine Kühlflüssigkeit. Das ist ja merkwürdig. Wessen Blut ist das? Das Blut vom Abt? Das ist Alfred Löden damit. Nehmen wir mal an, das ist das Blut vom Abt zum Brink. Dann würde er eine Probe davon an sein Findelkind Alfred Löden schicken. Warum? Ja, warum? Was soll Löden mit dem Blut? Er soll das Blut des Abtes zum Arzt bringen. Warum macht der Abt das nicht selber? Dafür gäbe es eine logische Erklärung. Die Probe ist wertlos. Sie muss verglichen werden mit einer zweiten Blutprobe, nämlich mit der von Alfred Löden. Um zu beweisen, dass Abt Zumbrink der leibliche Vater von Alfred Löden ist. Oder? Das wäre auch eine Erklärung für Lödens Konfusion beim Verlassen des Abtzimmers. In erzkonservativen Kreisen ist so eine Vaterschaft eine große Schande. Und diese Kreise will Löden nicht verschrecken. Die ganze Findelkind-Story wäre demnach eine Lüge. Warum kommt das erst jetzt auf den Tisch? Der Abt hat das 54 Jahre mit sich herumgetragen. Warum jetzt erst? Warum überhaupt? Gibt es einen Zusammenhang mit dem Mord an Otto? Das ist nicht ausgeschlossen. Otto Wissing könnte das Geheimnis gekannt haben und hat den Abt unter Druck gesetzt. Das kann ich nicht glauben. Das ist so ein braver Kirchenmann. Weißt du, was Papst Alexander VI. Gemacht hat? Nee, sag mal. Er hat seine Kardinäle, wenn sie ihm zu mächtig wurden, zum Essen eingeladen. Dann hat er sie mit Arsen vergiftet. Die Kirchengeschichte ist doch voll mit Mord und Totschlag. Ist aber schon lange her. Elisabeth! Guten Tag, Herr Löden. Dieses Päckchen überbringe ich Ihnen im Auftrag von Pater Josef. Wer sind denn Sie? Ich habe Sie noch nie im Kloster gesehen. Ich bin Bruder Paul, ein Gast des Klosters und Gehilfe von Bruder Manfred. Wir backen Oblaten. Ich sah Sie übrigens gestern im Fernsehen, Herr Löhn. Das ist mir sehr zu Herzen gegangen, Ihr Schicksal als Findelkind. Ja, danke. Und viel Glück in Brüssel. Da. Was? Ich weiß nicht. Willst du sie aufmachen? Von Onkel Josef. Nichts Wichtiges. Guten Tag. Ah, Herr Brockner. Ich hoffe, Ihre Arbeit macht Fortschritte. Brockmüller. Herr Abt, ich habe mich gefragt, warum Sie mir bei meinem letzten Besuch nichts von dem Streit mit Otto Wissing erzählt haben, wegen des Georgenbergs. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Nein. So, habe ich nicht. Ist das denn so wichtig für Sie? Das ist selbstverständlich sehr wichtig für mich. Die Sache hat sich ohnehin erledigt. Der Georgenberg wird nicht verkauft. Der Bischof hat sein Veto eingelegt. Wir sahen uns zwar schon, haben uns aber noch gar nicht begrüßt. Bruder Paul, nicht wahr? Richtig. Das ist Herr Brockner. Guten Tag, Herr Brockner. Brockmüller, guten Tag. Möchten Sie heute Abend mit uns singen? Oder mögen Sie nicht singen, Bruder Paul? Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Schöne Stimme haben Sie ja, das höre ich schon. Können Sie nicht mal ein Lied anstimmen? Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Ist das nicht so evangelisch? Haben Sie alles erledigt, Bruder Manfred? Ja, Vater Abt. Ich darf Sie noch zur Tür begleiten, Herr Brockner. Und halten Sie mich auf dem Laufenden. Bitte sehr. Danke.
wunderbar. Diese schönen Bilder. Man könnte sich stundenlang daran vertiefen. Ein Künstler. Wann machen Sie die nächste Führung, Bruder Manfred? Morgen, Bruder Paul, aber wir müssen jetzt aufbrechen, wir werden zum Gebet erwartet. Kommen Sie bitte. Ja. Ich hoffe, du hast dich an meine Ratschläge gehalten. Dein Cholesterinspiegel wird es mir verraten. Dieter, ich weiß, es würde dir merkwürdig erscheinen, aber ich möchte dich bitten zu überprüfen, ob mein Blut verglichen mit dieser Blutprobe auf eine verwandtschaftliche Beziehung schließen lässt. Aber das Ganze muss absolut anonym geschehen. Ein Vaterschaftsbluttest, meinst du? No problem. Davon erfährt keiner was. Danke dir. Ich rufe dich morgen an. Hier sind wir ungestört. Das Kloster steckt voller Geheimnisse. Ich war mit Bruder Manfred in der Dürer-Galerie. Und was sehe ich? Eins der Bilder hängt zweimal da. Du hast dich nicht verguckt? Rocky, das zweite und das achte Bild sind identisch. Der Bruder Manfred ist doch der Experte. Hast du ihn nicht gefragt? Ich habe ihn natürlich nicht gefragt. Der hat sich den Schweiß abgewischt und es war offensichtlich, dass es ihm vorher nicht aufgefallen war. Hat er das gesagt? Er hat gar nichts gesagt. Er wollte mich nur schnell aus dem Ausstellungsraum raushaben. Wann war denn die letzte Führung? Muss ich nachfragen. Die sind mehrmals wöchentlich. Das müsste dem Bruder Manfred doch schon aufgefallen sein. Nein, unmöglich. Der hat es zum ersten Mal in meiner Gegenwart bemerkt, dass das Bild doppelt hängt. Das heißt, bei der letzten Führung war noch alles in Ordnung. Richtig. Da müsste es ja in den letzten Tagen passiert sein. Ja, da ist was faul mit den Bildern. Wenn Bruder Manfred und sein Freund etwas damit zu tun haben, dann müssen die beiden die Angelegenheit in der kommenden Nacht in Ordnung bringen. Denn morgen früh fällt es jedem auf. Da ist nämlich die nächste Dürerführung. Verstehst du? Es gibt eine Nachtschicht. Was ist das für ein Fernglas? Das gehört Otto Wissing, hat mir der Melker gesagt. Und wo hat der Melker das gefunden? Ja, auf dem Sims. Oh. Kann ja zufällig hier gelegen haben. Was siehst du? Einen alten Mönch, der einen Rosenkranz betet. Und an der rechten Hand sieht der kleine Finger ein bisschen kurz aus. Manfred und sein Freund haben das Duplikat abgenommen und ein anderes Dürerbild dafür hingelegt. Sehr merkwürdig. Wozu das Ganze? Das kann nur eins bedeuten, in der Dürer-Galerie hängen statt der Originale nur wertlose Kopien. Und eine Kopie haben sie versehentlich zweimal aufgehängt und die richtige vergessen. Der Fehler kann nur nach der letzten Führung passiert sein. Und die letzte Führung, das habe ich inzwischen rausgekriegt, war am Sonntag. In der folgenden Nacht muss der Austausch der Originale gegen die Fälschung vorgenommen worden sein. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Mordnacht. Wissing überrascht die beiden, erkennt sie, sie bringen ihn um.
und schaffen ihn weg. Weit weg vom Tatort. Du, wir greifen uns die beiden. Er ist das Auto. Wozu die Umstände? Das ist ein Politikersohn. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher. Politikersohn? Ja. Im Schein seiner eigenen Taschenlampe habe ich ihn erkannt. In der Galerie. Und weißt du, wo wir ihn schon gesehen haben? Im Fernsehen. Der Freund von meinem Klosterbruder Manfred. Das ist Gerd Löden. Der Sohn des Politikers Alfred Löden. Das war Glück, dass wir den Wagen gefunden haben. Von der Funkzentrale lief gerade eine Fahndung. Habt ihr schon eine Spur vom Halter? Wir haben Anwohner befragt, die haben den Fahrer heute Morgen Richtung Bahnhof weggehen sehen. Die Spuren sich auch bitte auseinandernehmen. Wieder? Ich bin's. Ihr habt den Wagen? Wunderbar. Und der Halter? Ah, es verreist. Der Wagen muss sofort untersucht werden. Das ganze Programm. Alfred. Alfred. Ja? Telefon für dich. Arztpraxis Weinert. Danke. Hallo, Dieter. Was? Das gibt's da gar nicht. Du, hör zu, vergiss alles. Ja, vergiss es. Danke. Schlechte Nachrichten? Ach, mein Cholesterinspiegel ist immer noch zu hoch. Trotz der Diät? Sind deine Erbanlagen schuld? Elisabeth, ich bin's, Onkel Josef. Guten Morgen, Onkel Josef. Du möchtest sicher Alfred sprechen. Alfred ist leider nicht da. Er ist zum Friseur gegangen. Es ist dringend. Und was ich noch sagen wollte, richte ihm aus, es geht nebenbei auch um viel Geld. Sehr viel Geld. Du weißt doch schon Bescheid. Ich verstehe zwar nicht, was du meinst, aber ich werde es ihm sagen. Wiedersehen, Onkel Josef. Wiedersehen. Ich soll dir ausrichten, es ging um sehr viel Geld. Du wüsstest dann schon Bescheid. Du scheinst Geheimnisse vor mir zu haben. Das ist neu. Elisabeth. Hat das merkwürdige Päckchen, das dir Onkel Josef hat bringen lassen, irgendwas damit zu tun? Elisabeth, bitte. Du hast doch sonst immer alles mit mir bereden können. Sicher. Und warum jetzt nicht? Was will Onkel Josef von dir? Bitte setz dich. Gute Nachricht aus dem Labor. Die Fasern aus dem Kofferraum des Autos sind identisch mit den Hosenfasern des Mordopfers. Das ist doch wunderbar. Obwohl der Wagen gereinigt worden ist, hat man Blutflecken gefunden. Und das Blut stammt vom Opfer. Paul, ich bin es. Otto Wissing ist im Auto von Gerd Löden nach Stillhorn transportiert worden. Im Kofferraum. Und es ist nicht auszuschließen, dass die Dürer-Galerie der Tatort war. Ja, ich fahre jetzt los. Verstehst du mich jetzt? Das ist so ungeheuerlich. Eine Katastrophe ist das. Wenn das rauskommt, kann ich meine Karriere in Brüssel abschreiben. Dann bin ich plötzlich unzumutbar für das Ausland. Das kann doch nicht wahr sein. Noch vor zwei Tagen habe ich vor laufenden Kameras aber der Öffentlichkeit... Alfred, es braucht doch niemand zu erfahren. Wie schnell kommt sowas raus? Das ist doch nur eine Frage der Zeit. Die Medien, die lauern doch nur auf so etwas. Das ist alles sekundär. Ich will es nicht. Verstehst du? Ich will es einfach nicht. Und an das Geld denkst du gar nicht? Elisabeth, ich bitte dich, hast du immer noch nicht begriffen? An diesem Geld klebt Blut. Oder Paul? Oder Manfred? Wie sind Sie hier hereingekommen? Gut, dass Sie da sind. Ich habe mir erlaubt, den Galerieschlüssel von Ihnen auszuborgen. Es tut mir leid, da sind Sie entschieden zu weit gegangen. Was Sie nicht sagen, Bruder Manfred. Ich habe Blutflecken hier auf dem Fußboden entdeckt. Ja und? Ich vermute, es ist das Blut des ermordeten Otto Wissing. Ich verstehe nicht, wie kommen Sie darauf? Ich werde dieses Stück Fußboden herausfräsen und untersuchen lassen. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Allerdings kann ich mir das nur leisten, weil ich Polizist bin. Hauptkommissar. Darüber ist nur noch der Polizeidirektor. Ich habe heute Nacht sehen können, was Sie und Ihr Freund Gerd Löden hier veranstaltet haben. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert eine andere Nacht. Die von Sonntag auf Montag. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht.
Ich verstehe das alles. Unsere Spezialisten haben herausgefunden, dass die Leiche Otto Wissings in dem Auto ihres Freundes Gerd Löden transportiert worden ist. Und ich selbst habe auch noch was rausgefunden. Otto hat sie überrascht, als sie die Originalblätter gegen wertlose Kopien ausgetauscht haben. Leider war ihnen in der Hektik ein dummer Fehler unterlaufen. Den mussten sie letzte Nacht korrigieren. Ich werde sie verhaften, Bruder Manfred. Mord, Raubmord. Hier in der Galerie haben sie gemeinsam mit Gerd Löden Otto Wissing umgebracht. Nein, wir haben ihn nicht getötet. Und die Dürerstiche haben sie auch nicht ausgetauscht? Ja, doch. Und wer kam plötzlich rein? Wer kam rein? Otto Wissing. Er kam plötzlich hereingestürzt mit einem Messer in der Brust und fiel vor uns nieder. Und in meiner Panik, ich wollte mir nur helfen, zog ich das Messer raus, aber es war zu spät, ich konnte ihm nicht mehr helfen. Er starb vor unseren Füßen. Klingt ja wie Shakespeare. Ist aber die Wahrheit. Und Gerd meinte, wenn wir die Leiche hier in der Galerie liegen lassen, dann würde die Polizei sofort einen Zusammenhang mit den Dürerbildern vermuten und alles würde auffliegen. Und darum ließ er den armen Otto Wissing verschwinden. Bitte glauben Sie mir. Ich schwöre Ihnen bei allem, was mir heilig ist. Bitte. Und wo ist Gerd Löden? Wo sind die Bilder? Keine Ahnung. Ich vermute in München. Ach, wie kann ich Ihnen das nur alles glauben? Wollen Sie mich verhaften? Sie geben mir dann Ihren Ausweis, ja? Sollten Sie nämlich die Wahrheit gesagt haben, dann läuft der Mörder hier frei rum. Vielleicht sogar im Kloster, mitten unter uns. Sie könnten mir helfen, ihn zu finden. Wollen Sie? Ja. Hier wirst du eines Tages liegen. Mit Pater Benedikt. In deutscher Heimaterde. Welche Inschrift soll das Kreuz zieren? Darüber muss ich noch nachdenken. Ich möchte beichten. Pater Viktor, ich möchte gerne den Vater absprechen. Ja, danke. Onkel Josef? Ja, ich bin's, Alfred. Onkel Josef, die Angelegenheit hat sich erledigt. Der Bluttest ist negativ. Es ist aber so. Also bitte, lass uns nie wieder darüber sprechen, ja? Es bleibt alles so, wie es immer war. Der Rest ist dein Problem. Wieder. Warum legst du mich so an? Ja, weise mir einen Weg. Das ist ja starker Tobak, den Bruder Manfred da auftischt. Ja, trotzdem glaube ich ihm. Und ich hoffe, du findest das nicht dumm von mir. Aber dafür muss er was tun. Vater Abt, vor Ihnen steht ein reuiger Sünder, der es nicht länger verdient, in der Ordensgemeinschaft zu bleiben. Aber Bruder Manfred, so schlimm kann es doch nicht sein. Was ist los? Nichts Menschliches ist mir fremd. Was bedrückt Sie? Ich habe Ihr Vertrauen aufs Gröbste missbraucht. Und Gerd Löden war mein Komplize. Wovon reden Sie da? Wir haben die Dürerbilder gestohlen. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich sah die Bilder heute Morgen noch hängen. Kopien. Das sind alles Fälschungen. Bitte? Kommen Sie sofort mit. Wo sind die Bilder jetzt?
Wo sind die Originale? Wahrscheinlich hat sie Gerd bereits verkauft. Gerd. Ausgerechnet Gerd. Nie in meinem Leben bin ich so enttäuscht worden. Jetzt sind wir ruiniert. Vater Abt, ich bin nicht mehr Ihr Vater Abt. Da gibt es noch etwas, was ich Ihnen sagen muss. Was muten Sie mir noch zu? In jener Nacht, als ich mit Gerd hier war, stürzte unser Otto Wissing mit einem Messer in der Brust in die Galerie. Er starb vor unseren Augen. Was sagen Sie da? Jemand muss ihn zuvor niedergestochen haben. Und Sie haben den armen Toten dann weggeschafft? Gerd. Sie werden jetzt ganz sicher die Polizei informieren. Das ist mir gleichgültig. Ich schäme mich so. Die Presse wird sich auf uns stürzen und einer gottlosen Öffentlichkeit zum Fraße vorwerfen. Nein. Nicht die Polizei. Schweig jetzt endlich! Hängen Sie es wieder dahin. Sie werden gleich die Dürer-Führung wie immer machen. Und zu niemandem ein Wort. Sehen Sie sich nach dem Angelus Dei bei mir. Bruder! Und? Sind Sie zufrieden? Nö. Konnten Sie alles hören? Ja. Ich muss wissen, was der Pater Abt im Schilde führt. Hat sich Gerd Löden bei Ihnen gemeldet? Nein. Oder hat sie schon vergessen? Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern. Sie haben nur dann eine Chance, wenn es uns gelingt, den Mörder zu finden. Denn bis jetzt sprechen alle Indizien gegen Sie. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kommissar. Wer ist dieser ältere Mönch, der direkt dem Kuhstall gegenüber wohnt? Bruder Erich heißt er, aber mehr weiß ich nicht von ihm. In unserem Orden kennen nur der Gastpater und der Vater Abt die Namen unserer Gäste. Ein braver Mann, der hat mir gerade eben das Leben gerettet. Der Abt will die Polizei aus allem heraushalten. Nur wegen des Skandals? Weil er das Ansehen des Klosters nicht beschädigen will? Weil er ganz bestimmt Alfred Löden davor bewahren will, dass dessen Sohn als Bilderdieb in die Schlagzeilen kommt. Und wie will der Abt das anstellen? Er kann doch nicht den Verlust von Millionenwerten unterschlagen. Und einen Mord dazu. Und einfach zur Tagesordnung übergehen. Dem fällt schon irgendwas ein. Es wird Zeit. Sie müssen zu ihm. Tun Sie, was er sagt. Jawohl, Herr Kommissar. Bruder Manfred, ich werde Ihnen eine Chance geben, Ihre Schuld wieder gut zu machen. Nicht ganz korrekt, aber die außergewöhnliche Lage zwingt mich zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Der Herr möge es mir verzeihen. Wollen Sie Ihre Tat denn überhaupt wieder gut machen? Ja, natürlich, Vater Abt. Ich werde alles dafür tun. Gut. Haben Sie einen Anzug? Ja. Pater Viktor? Ach, Sie sind's, Bruder Paul. Kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne mehr über die Geschichte unseres Klosters wissen. Über seine Gründer. Über seine Äbte. Wenn Sie sich bis zum Herbst gedulden, können Sie ein ganz aktuelles Buch über unseren Prior, Pater Josef, lesen. Ach, und daran schreiben Sie wohl gerade? Ja, ich bin dabei, sein gesammeltes Material auszuwerten, und das ist nicht wenig, wie Sie sehen. Bis zu seinem 60-jährigen Priesterjubiläum hoffe ich, das Buch fertiggestellt zu haben. Das muss ein spannendes, bewegtes Leben gewesen sein. Das würde mich schon interessieren. Ah, in Rom ist Pater Josef auch gewesen. Ja, nach dem Kriege. Er diente in der deutschsprachigen Gemeinde des Vatikans Santa Maria dell'Anima. Als Sekretär im Büro des Bischofs Hudal. Oh,
Das hört sich ja nicht gerade sehr spannend an. Da irren Sie, Bruder Paul. Bischof Hudals Büro war in jenen Jahren die Anlaufstelle für alle in den Nachkriegswirren vom Kommunismus verfolgten und bedrängten deutschen Glaubensbrüder. Verfolgte Katholiken? Ja, natürlich. Und diese Glaubensbrüder wurden dann gerettet. Wie konnte das Vatikanbüro Ihnen helfen? Essen, trinken, ein Dach über dem Kopf. Aber das kann nur eine vorübergehende Hilfe gewesen sein. Ja, sicher. Und dann? Und dann? Dann lag alles Weitere in Gottes Hand. Verstehe. Ja? Ich habe ihn dir mitgebracht, Junge. Das ist er. Tag, Gerd. Guten Tag, Großvater. Hat sich jemand gesehen? Nein, Vater. Er hat gesagt, ich soll es gut anlegen. Dann könnte ich mir ein schönes Leben machen, ohne je wieder arbeiten zu müssen. Will er Sie noch einmal sehen? Ich glaube nicht. Es schien, als habe er sich von mir für immer verabschiedet. Ich habe mit Abt Fulbert gesprochen. Sie werden die Abtei wechseln. Bitte? Ich will ganz sicher gehen, dass Sie Bruder Erich nicht doch noch durch einen dummen Zufall hier über den Weg laufen. Ich gehe zur Erbe. Es gehört dem Kloster. Kann es wieder haben, wenn er die Bilder wieder beschafft. Und was passiert mit dem armen Otto Wessing? Das müssen wir doch der Polizei melden. Und dann stecken Sie ganz tief drin. Oder glauben Sie im Ernst, dass die Polizei in die Geschichte abnimmt? Die werden Sie und Gerd für die Mörder halten. Alle Indizien sprechen gegen euch. Aber ist doch niemandem geholfen, auch der Polizei nicht. Also schweigen Sie. Ziehen Sie sich wieder um. Ja? Endlich. Das ist mein Kollege Brockmöller. Er hat sich hier mit meiner Hilfe eingeschlichen. Vier Ohren hören mehr. Bitte. Sie sind dran. Gerd wird hoffentlich sorgsam mit seinem Erbe umgehen. Versprich mir bitte hin und wieder, ein Auge auf ihn zu halten. Versprochen. Was ich noch sagen wollte, für die Renovierung des Daches und des Glockenturms möchte ich aufkommen. Das ist wirklich nicht nötig, Ette. Es ist mir ein Anliegen, mit deiner und mit Gottes Hilfe hat sich der Kreis meines Lebens glücklich geschlossen. Ich möchte beichten. Bei dir. Bitte. Bruder Erich. Wer hätte das vermutet? Damit ist eins der Geheimnisse im Kloster gelüftet. Das Findelkind Löden hat einen Vater. Bruder Erich. Das Blut, das dir der Abt mitgegeben hat. Das war also das Blut Bruder Erichs. Warum aber will Alfred Löden von diesem Vater nichts wissen? Der doch unter dem Schutze seines verehrten Abtes steht. Wie hat der Abt Ihnen das erklärt? Wie hat er diesen Bruder Erich beschrieben? Nun, er meinte, es sei ein guter Mann, Gerds Großvater. Ein alter Jugendfreund von ihm und ein gläubiger Katholik, der nach dem Kriege und dem Bombentod seiner Frau den einjährigen Alfred im Kloster zurückgelassen habe, um nach Amerika zu fahren. Und nun sei er zurückgekommen, um alles wieder gut zu machen und dem Sohn Alfred das Erbe zu übergeben. Und dann in Ruhe sterben zu können. Und Alfred will das nicht? Nein. Er könne nicht verstehen, dass sich ein Vater ein Leben lang nicht um sein Kind kümmere und erst kurz vor seinem Tod sich an das Kind erinnere. Er wolle mit dem Alten nichts zu tun haben. Und deshalb muss der Enkel Gerd einspringen? Richtig. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass sich zumindest der Enkel zu ihm bekennt. Und so kam der Abt auf die Idee, dass ich die Rolle Gerds einnehmen soll. Im Interesse des Klosters und im Interesse ausgleichender Gerechtigkeit.
Das hat ja dann noch geklappt. Mhm. Und jetzt will mich der Abt in ein anderes Kloster versetzen, damit ich Bruder Erich nicht über den Weg laufe. Warum will Alfred Löden nichts von diesem Mann wissen? Wenn er doch nur der Abenteuer- und Glücksritter ist, den es nach dem Krieg in die weite Welt verschlagen hat. Warum diese Lüge von dem Windelkind? Frage, hat diese Geschichte irgendetwas mit dem Mord an Otto Wissing zu tun? Wann ist Bruder Erich im Kloster angekommen? Ich habe ihn vorgestern das erste Mal gesehen. Bruder Viktor trägt doch jeden Neuankömmling in sein Buch ein. Richtig, in seinem Büro an der Pforte. Der Abt nimmt Bruder Erich gerade die Beichte ab. Wozu brauchte der Otto ein Fernglas im Kuhstall? Er wollte rübergucken in die Zelle von Bruder Erich. Vielleicht hat er den Koffer mit dem Geld entdeckt. Ach, trauen wir ihm das zu, nach allem, was wir über ihn erfahren haben? Nein. Wenn es aber nicht das Geld in Bruder Erichs Zelle war, was das Interesse von Otto erregt hat, dann kann es eigentlich nur Bruder Erich selbst gewesen sein. Du meinst, er hat ihn gekannt? Sagen wir mal wiedererkannt. Erich heißt Erich Hirt und ist laut Gästebuch vergangenen Samstag im Kloster eingetroffen. Ich habe nachgeguckt. Aber der hat doch anscheinend seit Kriegsende in Südamerika gelebt, wo Otto deswegen sage ich ja wiedererkannt. Nach so vielen Jahren, woran? An dem verkürzten kleinen Finger der rechten Hand. Woher weißt du das denn? Ich habe mit dir hier im Kuhstall gestanden und durch dieses Fernglas rausgeguckt und dir erzählt, da betet ein Mönch mit einem kurzen Finger. Alzheimer. Ja. Deine Sünden wiegen schwer. Wenn deine Reue aufrichtig ist, möge dir Gott in seiner unendlichen Güte vergeben. Er allein sieht in dein Herz. In Demut und Reue bekenne ich alle meine Sünden. Bei meinem letzten Besuch sagten sie, Otto sei in jungen Jahren einmal in Haft gewesen und er sei völlig zerstört nach Hause zurückgekehrt. War er da etwa so alt wie auf diesem Foto? Ja, da ist Otto und da bin ich. Aha. Da ist es passiert. Ja? Danach. Nach dieser Veranstaltung vom katholischen Arbeiterbund. Da haben sie ihn abgeholt. Der Otto, der hatte von der Bühne herab gesagt, den Hitler, den hat uns der Teufel geschickt. Da kam er in Osnabrück in Haft. Und wann war das? Einen Tag vor Weihnachten 1938. Nach Neujahr haben sie ihn dann wieder laufen lassen. Aber vorher, da haben sie ihm die Hoden zerquetscht. Der Gestapo-Chef persönlich hat ihn gefoltert. Otto hat nie mit jemandem darüber gesprochen. Nur ich wusste es. Ich habe ihn ja damals gepflegt. Vielen Dank. Kann ich wieder mitnehmen. Ich glaube, Sie haben uns sehr geholfen. Ich hoffe, der Otto nimmt es mir nicht übel, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie brauchen es dem ja nicht zu sagen, ja? Kein Mucks. Rufen Sie mir bitte die Schwester. Strube, in Ludwigsburg sitzt die Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Nazi-Verbrechen. Die rufst du jetzt an. Wir brauchen dringend Unterlagen über die personelle Führung der Gestapo in Osnabrück in den Jahren 38 und 39. Ja, die sollen das faxen. So schnell wie möglich. Was? Ja. Aha. Gut, danke. Den deutschen Behörden ist ein Erich Hirt nicht bekannt. Also mir kommt das spanisch vor. Mir kommt das vatikanisch vor. Hä? Herr Kommissar. Immer noch Bruder Paul. Entschuldigung. Sie packen? Sie wissen doch, der Abt schickt mich in die Nachbarabtei. Und, da gehen Sie hin? Natürlich. Sie wissen doch, wir brauchen Sie noch. Haben Sie Gerd gefunden? Nein, aber wir kriegen ihn.
Wie komme ich unbemerkt in das Studierzimmer von Pater Viktor? Pater Viktor ist den ganzen Tag verreist, aber der Schlüssel hängt in seinem Büro. Den brauche ich. Und wissen Sie, was ich noch brauche? Den Pass von Bruder Erich. Paul, das Fax von der Staatsanwaltschaft Ludwigsburg ist gerade gekommen. Die Gestapo-Leitstelle von Osnabrück wurde in den Jahren 38 und 39 von einem Ernst Suder geführt. Ernst Suder ist nach Kriegsende von den Amerikanern wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ernst Suder nach Südamerika geflohen ist. Keine Personenbeschreibung, kein Foto. Wahrscheinlich ganz vorhanden. Südamerika, ja, das passt doch. Unser Abt hat nach dem Krieg zusammen mit dem Bischof Hudal aus Wien vom deutschen Vatikanbüro aus den armen, verfolgten deutschen Glaubensbrüdern geholfen. Ich erwarte dich um die 12. Stunde am Nebeneingang. Sei gesegnet, Bruder. Das sind alles Dankesbriefe aus Argentinien. Darin bedanken sich alte Kameraden bei Bischof Hudal und Pater Josef für ihre wunderbare Errettung. Die armen, verfolgten Glaubensbrüder. Es waren allesamt Nazis. Die brauchten weniger Essen und Trinken, die brauchten vor allem eins, eine neue Identität, falsche Pässe mit dem Stempel des Vatikans und dann ab ins sichere Exil, über Genua, Madrid nach Buenos Aires. Rattenlinie, hat der amerikanische Geheimdienst das damals genannt. Ja, und jetzt ist eine einzelne Ratte nochmal zurückgekehrt. Das bloß beweisen könnten. Buenos Aires, den 3. August 51. Ich wünsche dir, lieber Josef, Gottes Segen auch bei der Führung des kleinen Fredi, dein Ette. Fredi? Das könnte Alfred sein. Ette ist der Spitzname von Ernst. Hätte, könnte, wäre. Wir haben ihn. Dieses Foto zeigt einige junge Männer. Befreundete Studenten offensichtlich auf einem Schützenfest. Und nun lies, was auf der Rückseite steht. 1936, Schützenfest, Westenborken, Josef Zumbrink und Ernst Suder. Wir brauchen seinen Pass. Habe ich schon besorgt, als er spazieren war. Alter Therapide. Ja, ja, das ist kein Zweifel. Erich Hirt ist Ernst Suder. Und in dieser Nacht hat Otto Wissing seinen Peiniger wiedererkannt. Und zwar an dessen unveränderlichem Kennzeichen. An seinem kleinen rechten Finger fehlen zwei Glieder. Das neueste Fax aus Ludwigsburg. Im Juli 1946 verhängt ein amerikanisches Militärgericht in Dachau Todesurteile gegen 43 deutsche SS-Offiziere und Unterführer. Einer der verurteilten Kommandoführer, Ernst Suder. Zum Tode verurteilt in Abwesenheit. Sie haben während der Ardennenoffensive in Belgien 71 zum Teil schwer verwundete GIs erschossen, obwohl die sich ergeben hatten. Außerdem 98 belgische Zivilisten, Frauen und Kinder ermordet. Da bist du ja endlich. Wo ist denn dein Wagen? Geklaut, abgeschleppt. Ich muss mich gleich drum kümmern. Tag, Mami.
sag's lieber gleich, ich habe keine Zeit, ich muss wieder weg. Wie, das geht nicht, die Firma. Wo willst du denn hin? Weit weg, sehr weit. Wo ist dein Vater? Er hat sich oben hingelegt, bevor er wieder los muss. Moment mal, Gerd, wie soll ich das verstehen? Ich kann... Was heißt weit weg? Wer ist denn das? Ja, bitte? Guten Tag, Herr Löden, Gerd Löden. Ja? Strube, Kriminalpolizei. Herr Löden, Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Das muss ein Irrtum sein. Moment mal, Gerd. Sag doch was. Ich weiß doch selber nicht, was los ist, Mama. Können Sie mir das erklären, ja? Wir leben ja schließlich in einem Rechtsstaat. Gnädige Frau, Ihr Sohn steht im Verdacht, die Dürer-Sammlung aus dem Kloster St. Marien gestohlen zu haben. Aber es kommt noch besser. In seinem Wagen wurde ein Mordopfer beiseite geschafft. Hast du das mitgekriegt? Ja. Mir ist übel. Hier kaum Luft. Puls rast wie verrückt. Wir müssen doch irgendwas unternehmen. Ich gehe zum Onkel Josef, der muss uns helfen. Gerd ist kein Dieb. Er ist recht kein Mörder. Das ist doch alles nicht wahr. Ich kann mich in dem Jungen nicht so getäuscht haben. Du kennst ihn nicht wirklich. Bitte tu was. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Abt. Guten Tag. Das ist mein Kollege, Kommissar Stöver. Haben Sie mal, Sie sind doch unser Bruder Paul. Richtig. Die Einkehrtage in Ihrem schönen Kloster haben mir sehr geholfen, meine Probleme zu lösen. Ach ja. Na schön. Und Sie sind in Ihrer Angelegenheit weitergekommen? Ja. Gott sei Dank. Wir stehen vor dem Abschluss des Falls. Das heißt, Sie wissen jetzt, wer den armen Otto Wissing umgebracht hat? Ja. Wer ist es? Der Mörder heißt Ernst Suder. Sie kennen ihn? Wer soll das sein? Das wissen Sie doch, Pater Josef. Ihr Freund Ette, Bruder Erich, Erich Hirt, der ist Ernst Suder. Warum sollte er? Woher wissen Sie? Hören Sie doch bitte auf mit diesem Theater. Wir wissen alles. Sie haben 1946 als Vatikangeistlicher Ihrem Jugendfreund, dem zum Tode verurteilten Kriegsverbrecher Ernst Suder, zu gefälschten Ausweispapieren und damit zur Flucht nach Übersee verholfen. Und seinen einjährigen Sohn Freddy haben Sie als sogenanntes Findelkind unter Ihrer Obhut genommen. Sie gaben ihm den Namen Löden und verwischten damit alle Spuren. Falls man Ihren Freund doch noch geschnappt hätte. Geben Sie das zu. Wir haben es damals als unsere christliche Pflicht verstanden, allen Katholiken zu helfen, die im Bedrängnis waren. Ich wusste nicht, ob und welche Schuld sie auf sich geladen hatten. Danach habe ich nicht gefragt. Sie waren in Not. Diese bedrängten Glaubensbrüder hießen unter anderem Eichmann, Mengele, Barbie. Papst Pius XII. Hat seinerzeit eine Amnestie für alle Verurteilten gefordert und der Kirche aufgetragen, alle Kraft im Kampf gegen den Kommunismus zu konzentrieren. Tja, und nun ist er zurückgekehrt, Ihr Freund Ernst Suder, und lebt als Bruder Erich in Ihrem Kloster. Der Mann hat Jahrzehnte fern der Heimat gelebt, immer in Angst vor Entdeckung, verfolgt von seinem Gewissen. Er hat Buße getan und bereut, darum sage ich, Gott hat ihm vergeben. Glauben Sie, dass Priester das Recht haben, einem Mann wie Ernst Suder zu vergeben? Unsere Vergebung wird im Namen Gottes im Sakrament der Beichte gewährt. Wir sind gehalten, allen Sündern Gottes Vergebung zukommen zu lassen, die ihre Sünden ernsthaft bereuen. Noch schöner wäre es allerdings gewesen, wenn man die Frauen und Kinder hätte fragen können, die der auf dem Gewissen hat. Die hätten ihm vielleicht nicht vergeben. Und Sie, Pater Josef, haben ihm vor allem deswegen vergeben, weil sie sich damit selbst vergeben haben. Nämlich, dass sie in den schlimmsten Zeiten, als man die Menschen in den Tod getrieben hat, verstummt waren. Sie und die Kirche und der Papst. Wo ist er? In der Kirche. Er betet. Beten ist immer gut.
Was hat das alles zu bedeuten, Onkel Josef? Die Polizei hat Gerd verhaftet. In meinem Haus. Wegen dieser Dürer-Bilder. Und jetzt holen sie auch noch deinen Vater, weil er für sie ein Mörder ist. Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich begreife überhaupt nichts. Aber so viel weiß ich, das ist das Ende. Das Kloster, das einmal meine Rettung war, ist jetzt mein Untergang. Du hast dir als Einziger in der ganzen Geschichte nichts zu Schulden kommen lassen. Warum hat Gott mir diese Prüfung auferlegt? Was habe ich getan? Nur nicht die Nerven verlieren. Gerd kriegen wir wieder frei. Ich gehe jetzt zu deinem Vater, um ihm beizustehen. Willst du mich nicht begleiten? Nein. Er ist dein Vater. Ich will ihn nicht sehen. Sie wechseln also nicht das Kloster? Nein, Pater Josef meinte, alles sei schiefgelaufen und könne ich auch bleiben. Schiefgelaufen, so kann man das auch nennen. Wiedersehen, Bruder Manfred. Wiedersehen, Herr Kommissar. Beten Sie für mich. Das werde ich tun. Kann nie schaden. Und Gott möge Sie schützen. Ach, so weit wollen Sie gehen? Danke. Ernst Suder? Sie sind verhaftet. Sie haben Otto Wissing ermordet. Bitte. Es ist vorbei. Ich konnte dir nicht mehr helfen. Der alte Stallknecht, der hatte mich erkannt. Ich konnte mich an diesen Menschen nicht mehr erinnern. Jener Nacht habe ich ihn erwischt, wie er in meinen Sachen herumschnüffelte. Ich musste mich des Problems natürlich entledigen, bevor das Problem mich erledigt. Mit einem Messer? Ja. Das war doch Notwehr. Ach, lieber Mann. Die Hälfte aller Morde geschieht aus Notwehr. Das kennen wir. Ach, Sie sind es. Erinnern Sie sich noch an die Dachpfanne, die der Sturm vom Dach des Klosters löste? Jetzt verstehe ich. Nehmen Sie ihn mit. War ein Zeichen Gottes. Er wollte mir noch einmal helfen, wie so oft in meinem langen Leben. Aber diesmal habe ich sein Zeichen wohl nicht verstanden. Ja, Rocky, der Fall ist gelöst. Der Abt hat uns nicht gerade geholfen. Und ich weiß, wer uns geholfen hat.